So, da steht jetzt der Windkessel. Das heißt, das ist das Wasser, das vom Brunnen kommt. Und dahinter, wo das blaue Kreuz ist, da muss die Frischwasserleitung vom Schöckelquell reinkommen. Die blaue Linie dazu soll ich andeuten, von da kommt sie dann. Jetzt gehen wir da am Haus entlang, gehen ins Haus hinein, da hier durch die hintere Tür. Da ist jetzt die Gegenseite, hier ist das Kreuz wieder. Da kommt dann die Frischwasserleitung rein, da werden wir dann irgendwo draußen im Technikraum die Wasseruhr montieren. Hier an der Stelle speisen wir dann auch rein in die Wasserversorgung nach oben, ins obere Badezimmer. Und nach unten, seht ihr, geht dann die Wasserleitung da entlang dieser schon gegrabenen Kanalisation. Die muss wieder aufgemacht werden, ein zweites Mal, weil sie schon wieder zugemacht haben. Und die geht dann da raus, hinten bis zum Klo, das dann da in dem Bereich irgendwo sein wird. Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir im Küchenbereich, das ist jetzt der Küchenbereich, wenn man geschaut, da ist das Fenster, da ist der Durchgang nach draußen ins Wohnzimmer und da in der Küche, da ist der Kamin, muss die Wasserleitung und auch die Abwasserleitung, die rote Leitung ist die Linie ist die Abwasserleitung, die blaue die Frischwasserleitung, die muss da bis da hergehen. Schauen wir ungefähr, wo das ist. Das ist da genau hinter dem Fenster. Weil da kommt ja dann irgendwo auch die Abwasch hin. Da muss ich noch mit der Paulina reden, ob sie es auch wirklich da haben will, aber auf jeden Fall, da brauchen wir unbedingt das Wasser. Was ich da auch noch eingezeichnet habe in der Linie, das ist das Ende von dem Zimmer von der Oma. Das ist das Zimmer dann von der Oma. Das geht da hier hinten in diese Nische, wo der Kamin ist, da entlang, da raus und da hinten sieht man dann, da ist dann das Ende, die Begrenzung zwischen Omas Zimmer, da beim Fenster circa, zum Badezimmer. Da ist dann das Badezimmer drinnen. Auch da haben wir schon die Begrenzung eingezeichnet. Das ist da hier. Seht's? Passt. Wichtig, wie gesagt, ist da unten, entlang dieser Linie, die ja schon gegraben worden ist, das müssen wir wieder aufstemmen, kommt dann die Frischwasserleitung fürs Klo draußen hinterm Wohnzimmer.